Sie YouTube, hier ist euer René von FunBlock. Willkommen zum weiteres Review. Dieses Mal wird auch das Review auf dem Hauptkanal entstehen, nicht auf meinem Zweitkanal, weil dazu gibt es kein Bauvideo. Das habe ich so gesehen. Ja, es müsste nämlich auch, ich weiß es nicht wie, ja genau 1000, so gesehen genau 1000 Steine und ab 1000 Steine hatte ich ja erst gesagt, die tue ich dann reviewen, weil es dann irgendwann immer sehr lange wird. Aber natürlich 1000 Teile müssen wir halt abziehen. Werdet ihr gleich sehen, ist ein Klemmbaustein-Hersteller. Ich habe jetzt einen Namen gefunden, also auf jeden Fall. Silbiert. Er steht nämlich hier oben mit drin. Da. A Titanic Baustein. Es handelt sich nämlich um die eine Titanic in der Flasche. Also she in the bottle. Also Titanic in der Flasche. Ja. Und das ist halt der einzige Hersteller, den ich jetzt hier auf den ganzen Karton gefunden habe. Ob das jetzt alles stimmt oder ob das ein anderer Hersteller ist, keine Ahnung. Deswegen, weil hier sonst auf dem Karton nicht steht, sonst steht er hier immer oben neben, zum Beispiel, wer das hergestellt hat, bei jedem Klemmbausteinhersteller oder auch hauptsächlich bei Lego, würde hier oben auch Lego stehen oder halt ein anderer Klemmbausteinhersteller. Aber das steht hier leider nicht. Steht auch auf der anderen Seite nicht. Da habt ihr noch das Dings. Ja, und natürlich dazu gesagt, 1000 Teile. Ein paar Teile habt ihr natürlich auch als Wasser so gesehen. Was ihr so gesehen darunter habt. Aber ist die Titanic in the bottle? Ich glaube, die... Ja, müsste ich euch gleich zeigen. Da steht nämlich hier unten einmal die Setnummer, die Teileanzahl. Wir tun das so gesehen gleich so oder so nochmal die andere Ansicht. Es sei denn... Ah, ne. Die Anleitung gibt es uns also sogar her. Die 192188 mit 1000 Teile. Ja, auf der Rückseite ist nicht mehr viel übrig. Auf der ersten Seite wird euch nochmal gezeigt, wie ihr den Teiletrenner ist in ein, so gesehen, Delfin soll das wohl hier darstellen. Ist mal was anderes. Ist gerade schlechter Teiletrenner, die erste Seite. Ja, dann gibt es ein Bauabschnitt-Tütchen. Da baut ihr den Sockel. Der Sockel wird dann im 49. Bauabschnitt beendet. Auf der 17. Seite. Ich weiß dann gar nicht, ob ihr da mehrere Tüten habt. Ah ja, da habt ihr da mehrere Tüten, wo dann noch die Flasche mit enthalten ist. Insgesamt haben wir dann 101 Bauabschnitte auf der 38. Seite. Es geht aber noch weiter, natürlich. Die 39 und die 40 ist auch noch. Und die 41 und 42 ist auch noch belegt. Und hier oben habt ihr so gesehen eigentlich, das ist nämlich ein kleiner Kritikpunkt, so gesehen, habt ihr eigentlich Beleuchtung, die ihr einbauen müsst. Aber leider ist bei mir die Beleuchtung erst gar nicht angegangen. Man hat nur in den, so gesehen, in den Kasten, wo ihr die Batterien einlegt. Die Batterien wurden auf einmal sehr heiß. Ja, und geleuchtet hat leider nichts. Deswegen hat meine Titanic in der Bottle, die ich euch gleich zeige, keine Beleuchtung. Ist aber eigentlich enthalten. Und ich habe, glaube ich, jetzt bezahlt um die 55 bis 50 Euro. Hatte ich bei Amazon bestellt. Ja, und auf der 39. Seite ist das ganze Set nochmal abgebildet. Also 42 Seiten, 101 Bauabschnitte. Ja, sonst eigentlich ist sie perfekt zu bauen. Also Klemmkraft ist auch super. Sonst hat man keine Mängel. Es war halt nur die Mängel mit, leider, mit... Das mit dem Licht. Sonst war eigentlich alles einwandfrei. Teiletrenner hatte ich euch schon gezeigt.
Dann habt ihr hier noch ein bisschen Ersatzteile. Ja, und dann kommen wir mal zum Star der Show an sich. So gesehen habt ihr einmal die Flasche. Die könnt ihr auf den Sockel nämlich platzieren. Deswegen zeige ich euch erstmal den Sockel. Ups. Das war jetzt nicht mein Plan. Also nicht gleich den Sockel auseinandernehmen. Hier oben vorne habt ihr einen Aufkleber. Titanic. Es ist ein bisschen krumm aufgeklebt, deswegen. Aber da vorne habt ihr einen Aufkleber. Kein Print. Ein Aufkleber. Das ist so gesehen der Sockel, wo die Titanic drauf steht. Ja. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich sehe da wie. Man könnte sagen, jetzt ist es ein Meer oder ist es schon der Eisblock, wo sie drauf. Ups. Wo sie natürlich drauf knallt, aber sagen wir mal so, wir wollen den Schicksal jetzt nicht rausholen und sagen einfach, das ist Meereswasser. Aber man weiß ja leider, ist die Titanic halt gegen einen Eisblock geknallt und untergegangen. Ja, und da unten seht ihr so gesehen das Wasser, was ich meine, wo auch nochmal ein paar Steine sind. Ich schätze mal, in der Einleitung wird auch preisgegeben, wie viele Teile das sind. Da müssen wir eben auf die andere Seite. Auf die letzte Seite wird das wohl angeteasert. Ja, ja, auf jeden Fall, aber. Ich weiß jetzt nicht. Es wird. Oder werden die nicht dazu gesagt? Weil hier sind Glasplates auf jeden Fall 44 Stück, aber ich glaube nicht, dass die das sind. So durchsichtige Steine. Kann natürlich aber auch sein. Kann natürlich auch sein. Ja. Ja, aber trotzdem. Das ist die Titanic in der Flasche. Ui. Da war der Flaschenhals. So sieht sie nochmal von der anderen Seite aus. Die Titanic-Schriften sind auch so gesehen zwei Aufkleber. Es sind auch keine Prints. Und dann könnt ihr die Titanic so hier reinstellen. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns nochmal an die Front an sich wieder. Bis gleich. So, Frontansicht sind wir wieder da. So, jetzt können wir euch wahrscheinlich auch mal den Karton in hier unten zeigen, dass es da natürlich auch drauf steht. Ich kann euch mal ein bisschen weiter zurück holen. Ja, dann seht ihr nämlich den Karton ein bisschen besser. Das ist die Vorderansicht und dann kommen wir noch Richtung Rückansicht. Da sind nochmal so kleine Bilder. Der untere, so gesehen, die Steuerrad ist einmal hier unten auf den Sockel drauf. Dann seht ihr nochmal den Dings, den die Flaschenhals und den Pfropfen drin. Ja, und halt, wo die Titanic nochmal auf Wasser steht. Ja, und hier steht es auch nochmal auf Wasser und in der Flasche. Hier unten haben wir nochmal die 1921-88 Karton. Ja, dann können wir euch wieder ein Stück ranhauen. Anleitung. Ja, Rückseite ist nichts Wirkliches drauf. Anleitung sieht so gesehen die Frontseite wie die Dings aus. Ja, so gesehen, ihr habt dann hier in der Anleitung immer so gesehen, baut ihr so gesehen den Abschnitt und das andere, was
da zu dem Bauabschnitt nicht gehört, wird dann so gesehen ein bisschen ausgebleicht. Aber man sieht dann, wo man das hinsetzen muss. Ja, und dann kommen wir noch mal zu den Teilen. Und dann haben wir noch den Star der Show an sich. Flaschenhals. Hier ist auch nochmal, hatte ich gerade vergessen, Aufkleber. Irgendwie will der Flaschenhals gerade nicht mehr auf die Flasche. So, jetzt ist er auch drauf. Hier haben wir nochmal die Titanic in der Flasche. Ja, und zu guter feiner Letzt haben wir noch den Sockel. Und da ist das Steuerrad, was ich gerade angesprochen habe. Wie gesagt, hier ist noch Aufkleber, sind keine Prints enthalten. Ja, und dann haben wir eigentlich auch nicht mehr viel zu sorgen. Fläschchen kann wieder drauf. Dann können wir das euch nach hinten schieben. Ja. Ah ja, und der Sohn, der Teiletrenner haben wir auch noch. Warte mal. Kann man euch eben so. Dann seht ihr nämlich das nochmal in voller Pracht. Da ist der Teiletrenner. Ja, dann haben wir hier noch die Ersatzteile, wie gesagt. Kann euch das nach vorne. Können wir nämlich die Verpackung auch nochmal hin, Hintergrund. Hinstellen. So, dann haben wir nämlich alles noch mal in schöner Pracht. Zur Seite kann noch, wow, auf der Seite Ersatzteile, der Teiletrenner. Ja, und dann würde ich mal sagen, wenn euch das Review wieder heute gefallen hat, dann gerne das Däumchen nach oben, lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüssi.